Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von In die Tonne, und zwar, es müsste jetzt Folge 7 oder 8 sein, mit A Boy and His Blob. Ziemlich niedliches kleines Indie-Spiel, auf dem ersten Blick zumindest. Mal gucken, was da sich dahinter verbirgt. Sieht auf jeden Fall ziemlich süß aus, finde ich. Dieses Spiel speichert Daten an bestimmten Punkten automatisch, ja wunderbar. Anders will ich das auch gar nicht. Abstraction Games. Way Forward. Ach, wie süß. Die Musik ist schon mal sehr fantastisch. Die kriegt schon mal einen Punkt nach oben. Die Grafik erinnert mich sehr an Discworld. Und jetzt an Don't Starve. A Boy and His Blob. Das ist ja fantastisch. Okay, ich denke mal, wir haben einen guten Eindruck bekommen jetzt. Spielen wir auch mal. Der Blob ist wahrscheinlich das, was gerade auf die Erde gekracht ist. Ich mag, wie der Junge springt. Warum lebt er allein in einem riesigen Baumhaus? Wo sind die Eltern des Kleinen? Oh, die Musik ist ja traumhaft. Aber bis jetzt ist die Atmosphäre dieses Spiels einfach traumhaft. Die Musik. Und all diese Dinge. Ich kann die Truhe nicht öffnen und ich kann leider da nicht hochspringen. Und da sind kleine schwarze Schleimis. Ah! Oh! Okay, Insta-Death. Das ist, Heart of Darkness. Kann man sagen. Oh, die Animationen sind fantastisch. Muss ich sagen, die Animationen sind wirklich fantastisch. Jetzt bin ich tot, oder? Nee. Da komme ich nicht. Okay, hier komme ich nicht mehr hoch. Oh mein Gott. Ach doch, ich kann das kaputt treten. Ah, okay. Dann kann ich hier rein, oder? Hier, irgendwas machen. Ich muss hier irgendwas machen. Ah, okay. Jetzt. Ich stand nicht richtig. Kann ich mit der Truhe doch interagieren? Sieht nicht so aus. Ah, da ist die Abschutzstelle. Come on. Oh, ist irgendwie süß. Die Musik ist ja echt fantastisch. Oh, süß. Ist ja echt niedlich. Den kann ich jetzt Befehle geben, oder? Let's go. Das ist ja so ein bisschen hier. Toriko. Last Guardian mäßig, ne? Oh, das schiebe ich jetzt auf dich, du Blob. Ha! Kannst du das vielleicht öffnen? Ready? Calm down. Ah! Er frisst die... Aufessen solltest du die Truhe jetzt nicht! Ich will die selber benutzen! Warum isst du die denn auf? So, dann gehen wir jetzt hier rein. Hey, du sollst die Schätze nicht aufessen! Das sind meine! Okay, das bringt vielleicht irgendwas, ich weiß nur noch nicht was.
Das schieben wir jetzt auf den drauf, dann ist er weg. Ganz schön gewalttätig. Hey, calm down. Oh, es gibt eine Knuddeltaste. Schnuppi, guck mal. Knuddeltaste. So, jetzt greift das an. Da, Angriff. Ah! Verdammt! Komm! Okay, du kannst noch nicht angreifen. Verstehe. Wir müssen erst noch irgendwie was lernen oder so. Bis jetzt auf jeden Fall super niedlich, muss ich sagen. Und was jetzt? Ah! Ja, und jetzt? Hm. Meine Bonbons! Nein! Der Wind hat meine Bonbons umgeworfen. Was soll denn das? Calm down. Calm down. Hallo. Bob. Hey. Let's hey, Blobby. Go. Warum reagiert er nicht? Kann ich da irgendwie mit interagieren? Ah, okay. Muss man hier stehen. Ah! Das ist ja fantastisch. Diese Bonbons. Oh, die Animationen sind fantastisch. Das muss ich einfach sagen. Das kann ich gar nicht anders mehr sagen. Die Animationen sind einfach wirklich fantastisch. Das war sein Kissen! Oh mein Gott! Er hat seinen Blob als Kissen missbraucht. So ein Schwein. Das kann man. Man kann doch einen kleinen süßen Blob nicht als Kissen benutzen. Das tut doch weh. Okay, was ist das? Eins. Kugel oder was? Hä? Hey. Ah ne, das ist Welt 1 oder was? Ah, verstehe. Oh, ich bin tot. Blob. Let's go. Ach, Blob, sagt er. Verstehe. So, dann spring ich rüber. Ah! Tot. Die Animationen sind echt fantastisch. Oh. Ich spring auch noch genau rein, ich Idiot. Kann der Blob die nicht aufessen oder so? Calm down. Quit it. No. Wait. Ach so. Das heißt, warte. Blob. Verstehe. Okay, das ist sehr präzise Steuerung erforderlich. Also eine sehr präzise, gutes Timing, um über die Viecher rüber zu hopsen. Das klappt nicht immer. Ist das die einzige Möglichkeit, über die Wiese zu kommen? Kann ich nicht irgendwie, weiß nicht, drauf springen oder so? Das drüber springen ist ein bisschen sehr kurz. Ich wünschte, ich hätte eine Möglichkeit, mich gegen die zu verteidigen, aber das ist wahrscheinlich so der Clou, dass man so das Timing hat. Und dann falle ich runter und dann ist da der Nächste. Och komm, die kleine Ecke da. Da kann man noch mal ein bisschen... Okay, das würde ich ein bisschen negativ betrachten gerade. Dass man nichts machen kann gegen die. Calm down. Rob, over here. Tu mal was gegen die. Mach ihn mal platt. Ess die auf oder so. No. Ja. Nein, Blob! Blob ist tot. Oder runtergefallen. Da kommt er wieder. Als Ballon. Was ist das denn? Ah, vielleicht die erste Attacke. Eine Tür!
Okay. Welt 1 geschafft. Was bringt das jetzt? Was ist das denn? Gehen wir doch mal runter. Eine Karte. Ach. Eine Map oder was? Sind das? Ein Bild. Ein Bild, auf dem wir zusammen... Okay. Muss ich nicht verstehen gerade, oder? Ein Block Dance Trap. Sollen wir jetzt vielleicht nochmal in den Wald gehen? Soll das mir das gerade sagen? Ah, das ist die World Map, sozusagen. Okay. Was ist das denn? Ballon? Was ist denn? Kann ich das nutzen? Ah! Ah! Stehe! Er geht nicht so ganz auf die Befehle, wie er soll. Aber das ist schon okay. Nee, bevor wir die Leiter benutzen, gehen wir erstmal hier weiter. Aber derselbe Weg, wie es aussieht. Hey! Hey! Ah. Let's go! Nee, nee, das war das Falsche. Die hier! Wenn ich da reinfall, bin ich tot, ne? Memo an mich, der Junge kann nicht schwimmen. Okay. Ich brauche wieder den Leiterbonbon. Hier ist eine weitere Truhe. Also die Soundeffekte sind wirklich wahnsinnig gut. Die Zeichnung ist auch besonders. Sieht aus wie so ein Janosch Bilderbuch von damals. Ah, hier. Der dicke Blob fällt mal schön hier runter und ist dann weg. Oder Schattenviecher oder was auch immer das ist. Und den nächsten Bonbon einsammeln. Noms. Und dann wird der Blob zur Tür. Und wir gehen einfach raus. So funktioniert das. So läuft das. So.
Ein Osterinselviech. Kann das sein, dass das Bonus-Level sind? Oh. Wollte ich gar nicht. Oh. Ah! Verdammt. Das war ein kleiner Fehler. Ich muss erstmal hier was machen. So. Dann bin ich jetzt hier drüben. Oh nein. Das war ein Fehler. Mein Plattblock! Verdammt, das war ein Fehler. Nochmal. Runter. Dann hier rauf. Hier nochmal einen hinlegen. So, weg ist das Vieh. Das kann von mir aus da jetzt unten bleiben. Hier brauche ich dann die Leiter. Fantastisch, das hätten wir auch geschafft. Das sind also so kleine Tasks, kann man sagen, zwischen den Leveln. Also bis jetzt, wie gesagt, super niedlich. Auch der Blob ist total süß. Map Room Level Select, Bedroom Load Game, Unlocked Artifacts, Window Bed. Ah, das sind so Konzeptzeichnungen. Still. Nicht schlecht. Dass man die mitten im Spiel bekommt. So, da gibt es wieder drei Schätze. Stacheln, da sollten wir rüberspringen. Was ist das denn? Luftballon vielleicht? Ah ne, Trampolin. Da war irgendwo ein Trampolin. Ah! Das ist neu. Das ist bestimmt hier wieder. Oh, mein Kopf. Ich warte, bis das Vieh da ist und dann mache ich es platt. Bestimmt eine Schatzkiste raus. Blobs. Bisschen fies, ne? Ist auf jeden Fall sehr auf den Blob angewiesen. Nicht so ganz geklappt. Ah, verdammt, hat sich nicht schnell genug verwandelt. Ah! Zu weit nach vorne geprescht. Aber wir haben sowieso nur noch 25 Sekunden. Also würde ich sagen, nach diesem Sprung, der nicht funktioniert, wird es Zeit für ein Fazit. Ja, was kann man dazu sagen? In die Tonne oder nicht? Ich würde sagen,
Auch hier nicht in die Tonne, weil das Spiel hat, glaube ich, nur 5 Euro kostet, soweit ich mich dran erinnere. Einzigartiger Zeichenstil, muss ich sagen. Einzigartige Machart, einzigartig in seiner Präsentation. Also, auch ein schöner Dance-Move. Super süßer kleiner Blob, super süße kleine Geschichte. Bisschen nervig das mit den, dem Springen. Die Sprungmechanik ist ein bisschen nervig. Die muss sehr, sehr genau sein, pixelgenau. Und das ist halt schon ein bisschen nervig. Der Blob, gerade diese kleine Feinheit hier, finde ich super, super süß. Und ich habe jetzt sogar eine Trophy dafür bekommen. Die Idee mit den Verwandlungen ist auch super genial. Ich finde die... Der Soundeffekt ist hammergeil. Der ist wirklich wunderschön. Also der Soundtrack ist wunderschön, muss ich sagen. Und ja, ansonsten ein typischer Indie-Plattformer mit eigenartigen, mit einzigartigen Ideen, was den Blob angeht und was auch überhaupt kein Kampfsystem richtig hat, sondern mehr so Kniffel-Knobel-Sache. Schönes Spiel. Deswegen auch nicht in die Tonne, sondern definitiv mal einen Blick drauf werfen. Das war's von mir. Frohes Schaffen, frohes Sein. Bis zum nächsten Mal rein. Bis zum nächsten In die Tonne. Euer Savarius. Bye, bye. Au! And out.